Im heutigen Video spiele ich den zweiten Spielmodus von meinem Spiel Find of the Art, und zwar Compare. Diesen hier. Im letzten Video haben wir nur ein Bild angeschaut und uns gefragt, ob das Kunst ist oder nicht. Aber jetzt schauen wir uns zwei verschiedene Bilder an und müssen uns entscheiden, welches davon mehr Kunst ist und welches weniger. Das wird spannend. Going to Nose und Wet Ward. Einmal von Paul Cézanne und einmal von Judith Jagdmeier. Mit 600 Jahren dazwischen etwa. An der Stelle möchte ich nochmal die ganzen Menschen danken, die unter meinem letzten Video die Gedanken zu den Bildern und zum Spiel geschrieben haben. Es war sehr interessant zu lesen, wie manche Menschen oder wie andere Menschen Kunst definieren. Für manche Menschen ist alles Kunst, für manche Menschen ist wenig Kunst, für wieder andere Menschen ist Kunst etwas, was man für andere Kunst verwenden kann. Es sind auf jeden Fall Meinungen, die sich komplett unterscheiden. Und das, finde ich, macht das Spiel aus. Und jetzt zu den Bildern hier. Was ist mehr Kunst? Die Frage ist extra provokant gestellt, denn wenn für einen zum Beispiel alles Kunst ist, dann macht die Frage in dem Fall keinen Sinn. Dann ist die Frage ein Paradoxon, weil alles Kunst ist, beides Kunst, und es gibt nichts, was mehr Kunst ist oder was weniger Kunst ist. Für mich aber, ich kann das Spiel so spielen, weil ich kann entscheiden, ob etwas für mich mehr Kunst ist oder nicht. Natürlich ist das alles subjektiv und nicht objektiv, weil man kann nicht objektiv sagen, ob etwas Kunst ist oder nicht, weil sonst Kunst meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch der Meinung vieler anderer Menschen nach immer subjektiv ist. Die beiden Bilder sind für mich relativ gleich vom künstlerischen Wert her, wenn man das so sagen kann. Aber mir gefällt tatsächlich das Bild von Paul Cézanne, Going to Nose, erheblich besser. Ich weiß nicht wieso, es ist natürlich immer etwas, man kann nie wirklich wissen, wieso einem Kunst gefällt, aber mir gefällt dieses Bild hier mehr. Für mich ist das mehr Kunst. Ich kann aber auch nicht genau sagen, wieso das so ist, denn es ist jedes Mal anders. Man kann nicht sagen, wieso einem Kunst gefällt. Das ist einfach unmöglich. Man kann sagen, mit einem ein gewisses Symbol gefällt, aber das ganze Bild, ich kann den Gott nicht nennen, aber es ist wahrscheinlich bei euch auch so, wenn ihr Kunst ähnlich definiert wie ich. Interessant. Für mich ist Going to Nose künstlerisch, wenn man das so sagen kann. Oh, interessant. Waterhouse und Strings I Am, einmal von Friedrich Nietzsche und wieder von Marie Curie. Also mir gefällt von vornherein gleich das Bild von Marie Curie, Strings I Am, viel besser, aber ich kann wieder nicht genau sagen, wieso das so ist. Ich finde einfach, das passt alles zusammen im Bild. Hier ist das Bild auch nicht schlecht, aber es passt nicht so ganz zusammen wie die Symbole oder die ganzen eigenen Bildteile aus diesem Bild. Ich werde diesmal auch nur 5 verschiedene Bilder anschauen, also in dem Fall 10 Bilder dann, da YouTube leider nur 5 Infokarten zulässt und ich beim letzten Video 9 Bilder angeschaut habe und das natürlich nicht so geil war, weil ihr dann nicht für alle Bilder mit abstimmen konntet. Und jetzt könnt ihr für jedes Bild mit abstimmen und sagen, ob das für euch Kunst ist oder nicht, oder ob für euch alles Kunst ist oder nicht. Ist das eine schwierige Frage. Okay. Ich kann nicht sagen, wieso mir das Bild mehr gefällt. Vielleicht sind es die Farben, vielleicht sind es die Symbole, die kleinen Coronaviren. Ich kann es nicht sagen, aber mir gefällt es mehr. Oh. Wenn man das Spiel mit mehr Leuten zusammenspielt und das noch live, dann kann das echt ausarten, weil dann einer sagt, hey, das ist überhaupt keine Kunst. Und wenn man sich dann noch entscheiden muss als Gruppe dafür, ob etwas Kunst ist oder nicht, dann zeigt das Spiel sein wahres Gesicht. Die Bilder gefallen mir tatsächlich beide sehr, sehr.
sehr, sehr gut. Einmal Earth's Brain von Please Enter Name, ein sehr seltsamer Name, und Earth Wet von Gandalf der Gelbe. Beide aus einem ähnlichen Zeitalter. Aber ich würde tatsächlich in dem Fall wieder danach gehen, ob ich mir eines der Bilder ins Zimmer hängen würde oder nicht. Und ich würde sagen, damit Gandalf der Gelbe das schönere Bild für mich gemalt. Auch wenn Earth's Brain genauso wie Kunst ist, meiner Meinung nach, ist auch schön, aber Earth Wet ist für mich schöner. Das würde ich mir ernst immer hängen, das passt mir dazu, deswegen tut mir leid. Fire Gloomy von Guichi Hirose und Fern and Stop von drei Künstlern. Fast aus demselben Jahr, das ist interessant, da es zufallsgeneriert ist. Also das sieht echt aus wie so ein Inhalt von einem Ofen, wie so Asche. Und das ist auch schön. Das ist... Ach, ist das schwierig. Das ist echt schwierig. Das sind beides tatsächlich schöne Bilder. Aber von der Farbwahl gefällt mir aus irgendeinem Grund Fire Gloomy von Creature Heroes besser. Auch wenn es sehr seltsame Farben sind. Pink auf Grün oder wie Red auf Grün ist, das sieht man nicht oft. Aber es gefällt mir mehr. Oh, ist das schwierig. Aber für mich ist das mehr Kunst. Ah, ist das schwierig. Low Paint von Ludwig Erhard und Nose Time von Thoth the Writer. Oh, das sind auch beides eigentlich echt schöne Bilder. Das hier, irgendwie gefällt mir Blau auf Gelb oder Gelb auf Blau echt gut, aber das ist auch eine schöne Farbkombination. Mal wieder sofort ist mir Low Paint eher ins Auge gefallen. Das fand ich aus irgendeinem Grund wieder von vornherein einfach schöner. Mittlerweile glaube ich, damit Kunst irgendwie angeboren ist, oder das Kunstverständnis, weil, oder Nurture, Erziehung, oder das, was man erfahren hat, genau, mit Kunst Erfahrung ist, oder die Kunstdefinition Erfahrung ist. Was würdet ihr sagen? Ist das für euch mehr Kunst oder dieses Bild hier? Low Paint oder Nose Time? Aber ich werde Low Paint nehmen. Es sieht aus wie so eine, wie ein Meer, wie Wellen auf einem Meer irgendwie. Aber es ist auch sehr abstrakte Art, die in diesen Bildern gezeigt wird. Wenn man da irgendwann mal eine Landschaft oder so herauserkennt, dann ist das großer Zufall. Für mich ist das tatsächlich mehr Kunst. Sehr schön. Aber die Bilder werde ich jetzt nicht bewerten. Das überlasse ich euch. Und mit diesen Worten beende ich dieses Video und fordere euch auf, zu entscheiden, ob diese Bilder, die ihr gesehen habt, Kunst sind oder nicht. Oder habt ihr vielleicht eine komplett andere Meinung, wie ich, wie zum Beispiel mit alles Kunst ist oder nichts davon Kunst ist, weil es zum Beispiel computergeneriert ist. Alles ist möglich, alles ist korrekt, weil es keine falsche Antwort gibt. Es gibt nur verschiedene Antworten. Und mit diesen Worten, Kuss.